Mein Name ist Karin Heidinger-Pena. Ich bin fast 63 Jahre alt. Ich lebe seit über 30 Jahren hier in Nordhorn und zwar deshalb, weil ich meine erste Stelle bei der Firma Rawe begonnen habe. Das war 1988. Damals habe ich meine Diplomarbeit in Hannover geschrieben und bin tatsächlich fast im Anschluss an diese Diplomarbeit nach Nordhorn gekommen, weil bei Rawe eine Stelle frei war in der Druckerei bzw. im Kollektionsbüro. Und da habe ich mich beworben und wurde tatsächlich auch genommen. Und jetzt bin ich die pädagogische Leitung der Kunstschule, Städtische Galerie Nordhorn. Und das ist zwar eine völlig andere Berufslaufbahn eigentlich, aber hat mich sozusagen auch ein bisschen hinübergerettet über diese eben Zeit des Untergangs der Textilindustrie, weil als gelernte Textildesignerin mit Diplom findet man keine Arbeit, wenn man keine Textilindustrie mehr hat. Das hat sich dann so ergeben, dass ich eben die Stelle in der Städtischen Galerie bekommen habe. Und die war damals noch im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn. Und seitdem bin ich Leiterin der Kunstschule. Mit großem Vergnügen. Mein Name ist Thomas Witte, bin 59 Jahre alt, gebürtiger Nordhorner und bin auch nie aus Nordhorn weggegangen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und war 20 Jahre in der Textilindustrie. Und ich habe bei Powel gelernt, also die ersten zwei Jahre. Dann war Powel der erste Textilbetrieb, der niedergegangen ist. Dann, das war mitten in meiner Ausbildung. Dann hat Nino mich übernommen und da war ich dann 19 Jahre bei Nino. Habe Maschinenführer gelernt, Färber gelernt. Dann habe ich meinen Industriemeister gemacht, war schnell Schichtmeister. Und nach 15 Jahren Schichtmeister bin ich dann in die Qualitätsförderung gegangen. Heute bin ich selbstständig, bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig, habe eine Konzept- und Eventagentur. Ja, meine persönlichen Daten, mein Name ist Werner Rohr. Ich bin 70 Jahre alt, geboren in Nordhorn und beschäftige mich fast mein ganzes Leben lang mit der Geschichte der Stadt Nordhorn. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist, mein Vater war Flüchtling aus den Ostgebieten, kam nach Nordhorn 45 und heiratete dann sehr schnell dann eine junge Nordhornerin, die, wie sich das damals gehörte, aus der Textilindustrie kam. Ich bin also unter lauter Textilern aufgewachsen. Dann entwickelte es sich, dass Geschichte war so mein Lebensthema wurde. Und ich habe in meiner Dissertation einen Aspekt aufgeworfen, den noch keiner bearbeitet hatte. Meine Dissertation heißt die Geschichte der Arbeiterbewegung in Nordhorn. Von den Anfängen bis 1945. Ja. Damit ging es sozusagen los. Dann habe ich über viele Jahre, eigentlich bis heute, schreibe ich Lokalgeschichte mit sehr vielen Veröffentlichungen. Habe dann mit anderen in den 90ern den Museumsverein gegründet. Und heute bin ich Leiter des Museumsvereins Grafschaft Bentheim, der drei Museumsstandorte betreibt, unter anderem diese Maschinenfabrik.